Es war einmal eine Köchin, die hieß Gretel und die trug Schuhe mit roten Absätzen. Wenn sie damit ausging, dann drehte sie sich hin und her, war fröhlich und dachte so bei sich: Mei Gretel, bist schon ein fesches Madel. Und wenn sie heimkam, dann trank sie vor lauter Fröhlichkeit ein großes Glas Wein. Na und weil der Wein auch Appetit auf Essen macht, so aß sie vom Besten, was sie gekocht hatte, und zwar so lang, bis sie satt war. Und da meinte sie nur: Mei, a Kirchen, die muss schon wissen, wie's Essen schmeckt. Eines Tags, da kam ihr Herr zu ihr und sprach: Gretel, heute Abend kommt ein Gast. Bitte bereite uns zwei Hühner zu. Aber schön knusprig, hörst du? Werd schon machen, Herr. Und die Gretel ging in den Hühnerstall, stach zwei Hühner ab, brühte sie, rupfte sie, brachte sie an den Spieß und dann ans Feuer, denn sie sollten braten. Und mit der Zeit, da wurden die Hühner schön braun und knusprig. Aber vom Gast war weit und breit nichts zu sehen. Da lief Gretel zum Herrn. Mein Herr, weißt schon, die Hühner sind im schönsten Saft. Und wenn der Gast nicht gleich kommt, muss ich's vom Feuer tun, und zwar jammerschad. Gretel, da hast du wirklich recht. Ich will gleich gehen und den Gast selbst holen. Aber stellt euch vor, kaum war der Herr zur Türe hinaus, da stellte Gretel den Spieß mit den Hühnern vom Feuer. Mei, so nah am Feuer stehen, das macht Schwitzen und Durst. Ich schau mal in den Keller rein, ob ich einen schönen Wein find. Und flugs sprang sie in den Keller hinunter, nahm sich ein Krüglein vom besten Wein und meinte nur: Gott segn's der Gretel, und trank. Und dann lief sie die Stiege wieder hinauf und stellte den Spieß mit den Hühnern wieder übers Feuer. Gretel, meinst du nicht, du solltest etwas von den Hühnern probieren, nur damit auch ganz gewiss nichts fehlt? Die sind schon gut, die Hühner, gell, Gretel? Ach, ist ja jammerschade, wenn man sie nicht gleich isst. Gretel, nein, halte an dich. Die Hühner sind für den Herrn und seinen Gast. Gretel, riech doch mal. Wie gut. Die Hühner duften. Gretel, halte an dich. Du darfst nichts von den Hühnern essen. Es wäre nicht recht. Gretel, schau doch mal, der eine Flügel da, der verbrennt gleich. Ist doch besser, wenn du ihn abschneidest und aufisst. Gretel, nein, halt an. Stark bist. Naja, und mit diesen Worten schnitt sie den Flügel ab. Und er war so gut. Aber so ein Flügel, das war jetzt auch blöd. Ah ja, besser ist, sie ist den zweiten auch noch weg, gell? Sonst merkt der Herr noch was. Und so tat Gretel es. Als beide Flügel verspeist waren, da lief Gretel wieder zum Fenster und schaute, ob der Herr mit dem Gast nicht käme. Na, aber die beiden kamen nicht. Ja, zum Schluss sind die irgendwo eingekehrt. Kämen gar nimmer. Ja, und die schöne Gottesgabe soll die jetzt verkommen? Na, das darf nicht sein. Also ich gebe mir jetzt einen Ruck und esse das eine Händel, das eh schon angefangen ist, ganz auf. Dann hat die liebe Seele Ruhe. Und genau so machte Gretel es. Und es schmeckte ihr. Tja, und als das eine Huhn verspeist war, da sah Gretel das andere an. Also wisst,
Es ist halt nicht recht, gell? Die zwei gehören zusammen. Wo das eine ist, muss das andere sein. Also, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Gretel ließ das zweite Huhn zum ersten wandern. Und wie sie so im allerschönsten Essen war, da kam ihr Herr zurück. Gretel, eil dich, der Gast kommt gleich nach. Werd schon richten, Herr. Der Herr, der ging indessen ins Esszimmer, um zu sehen, ob der Tisch schön gedeckt sei. Und dann holte er das lange Messer, mit dem er später die Hühner zerteilen wollte, und wetzte es auf dem Flur, sodass es durchs ganze Haus schallte. Indessen kam der Gast und klopfte an die Haustüre. Aber Gretel war nicht faul. Sie sprang zur Tür hin, machte sie auf, hielt den Finger an den Mund und sagte: Staat sei! Staat sei! Mein Herr darf sie nicht hören, dass sie da sind. Er hat sie zwar zum Abendmahl eingeladen, aber er hat nichts anderes vor, als ihnen beide Ohren abzuschneiden. Hören's nur, wer das Messer wetzt. Der Gast hörte das Wetzen, drehte auf dem Fuße um, lief die Treppe hinab und rannte davon. Gretel lief sofort zum Herrn. Einen feinen Gast haben sie mir da anbracht. Ei, Gretel, warum denn? Was ist denn passiert? Grad wollte ich auf einem Silbertablett, die zwei schöner Hedel herbringen. Kommt der Gast gesprungen, nimmt die zwei Hähnen mit und rennt davon. Nein. Ja. Das ist unglaublich. Gretel, er hätte mir doch wenigstens eines lassen können. Was soll denn jetzt ich essen? Ja, und der Herr, der rief dem Gast nach, er solle bleiben. Aber der Gast tat so, als hörte er ihn nicht. Da lief ihm der Herr nach, immer noch das Messer in der Hand, und rief: Nur eins, nur eins. Meinte natürlich, der sollte ihm ein Händel dalassen. Ne? Aber der Gast, der meinte nichts anderes, als dass er eins von seinen Ohren geben sollte. Und er lief, als ob er Feuer unter den Füßen hätte. Aber unsere Gretel, die stand in der Tür, sah den beiden Herren nach und trank noch ein Glas Wein.